Jetzt wird's kritisch, meine Damen und Herren. Der Leitindex dieser Welt, der S&P 500, ist in einem wichtigen Unterstützungsbereich. Sollte der brechen, dann kann es richtig knallen. Allerdings gibt es ein paar Hinweise darauf, dass die Bullen doch eine Chance haben, diese Unterstützung zu halten. Welche das sind, das will ich gleich mal zeigen. Schauen wir uns mal diese Unterstützung an. Chart von Capital.com des S&P 500. Hier sehen wir, das sind diese Bereiche, die Juni, Juli immer wieder gehalten haben, nachdem wir im Juni ja dieses Tief gesehen haben beim S&P 500, so um und bei 3635 Punkten. Dann hat dieser Boden also gehalten. Und von da an hatten wir diese spektakuläre Rallye gesehen, die bis in den August gedauert hat, bis Jerome Powell mit seiner Rede in Jackson Hole dann endgültig den Stecker gezogen hat, als er klar machte, nee, nee, Jungs, wir werden nicht dann irgendwie schon bald wieder die Zinsen senken. Das habt ihr euch wohl falsch vorgestellt und seitdem sind wir im Grunde in einem einzigen Downmove mit einer Erholung dazwischen. Aber jetzt schauen wir uns mal an, wie überverkauft dieser Markt inzwischen ist. Beim Nasdaq Composite, der ja viele, viele Aktien enthält, sind nur 6 Aktien in diesem Index über ihrem 50-Tages-Durchschnitt. Das sind so Werte, die wir zuletzt im Juni gesehen haben. Wir sehen jetzt sehr viele Parameter, die in etwa so gelagert sind wie am Tief, das wir beim S&P 500 im Juni gesehen haben. Deswegen sagt Sven Henrik zu Recht, Markets are setting up for a rally. Aber die Downside Risks remain, die bleiben, diese Abwärtsrisiken, solange zwei Dinge nicht ihre Rallye beenden. Erstens der Dollar und zweitens die Renditen für Staatsanleihen. Wir hatten vorher praktisch die Relation starker Dollar, steigende Renditen für Staatsanleihen ist gleich schwache Aktienmärkte. Also brauchen wir für stärkere Aktienmärkte einen fallenden Dollar und fallende Renditen. Und beides könnte passieren, übergeordnet sowieso. Hier schauen wir uns mal an, was Pauli heute zu sagen hat. Der wird eine Rede halten auf einer Veranstaltung, die heißt Fed Listens, Transitioning to the Post-Pandemic Economy. Kurz nach 20 Uhr unserer Zeit. Gestern die Märkte ja wieder unter Druck. Dow Jones, vor allem S&P und den Nasdaq mit 1,37%. Die Problematik bringt hier ein Analyst auf den Punkt, der sagt, die Fed fährt praktisch auf einer Autobahn, weiß aber noch nicht, wo sie dann, bei welcher Abfahrt sie runter muss. Und normalerweise fährst du auf der rechten Spur und bist ein bisschen langsamer, damit du dich orientieren kannst und da die Ausfahrt nicht verpasst. Aber er sagt, die Fed fährt auf dem linken Streifen, also auf der Überholspur. Und deswegen kann es sehr gut passieren, dass sie die Ausfahrt nicht mehr kriegt, weil sie praktisch jetzt in eine Situation die Geldpolitik zu sehr straffte, wo wir ohnehin schon eine deutliche Abschwächung der Wirtschaft sehen. Das ist das eine. Und natürlich, es ist das, was man vorher versäumt hat, was man jetzt nachholen muss. Aber davor hat man den Fehler gemacht. Jetzt macht man wahrscheinlich wieder den Fehler. Denn die Inflation wird wahrscheinlich sehr bald ziemlich deutlich nach unten kommen. Dazu gleich mehr. Die schlechte Nachricht, sagt ein anderer Analyst. Wir sind wahrscheinlich in der schlechtesten Periode des Jahres, saisonal ganz, ganz miserabel. Deswegen ist wahrscheinlich die Situation so, dass wir die Juni-Tiefs mindestens nochmal antesten werden, so der Analyst. Die gute Nachricht ist, dass wir dann ab Mitte Oktober wahrscheinlich eine deutliche Erholung sehen im Vorfeld der Zwischenwahlen in den USA vor Jahresende. Mal sehen, ob Jerome Powell heute ein bisschen Erleichterung verschafft. Wir haben ja gestern gesehen, die Bank of Japan hat interveniert, hat also eine rote Linie gezeigt. Die Dollaraufwertung, die hat eine Schmerzgrenze und das könnte langsam so ein Thema werden, dass Schmerzgrenzen erreicht wird, gerade mit diesen massiv ansteigenden Renditen. Die Fed hat, by the way, ihre Bilanzsumme viel weniger reduziert, als sie eigentlich wollte. Wir sind insgesamt jetzt 49 Milliarden Dollar nach unten gekommen. Die Aktienmärkte sind allerdings 148 Milliarden Dollar gefallen. Und da sehen wir also, dass die Dinge nicht so laufen aus Sicht der Fed, wie sie eigentlich angekündigt hat. Ab Mitte September sollte ja eigentlich die Bilanzsumme um 95 Milliarden Dollar reduziert werden. Wir sehen natürlich jetzt auch die Folgen, die mentalen Folgen dieses Abverkaufs der letzten Tage, vor allem seit der Rede von Jackson Hole. Wir sehen, dass er jetzt immens viele
Privatinvestoren extrem bärisch sind, nämlich über 60% derzeit der Anteil. Das gab es nur viermal seit den letzten Jahrzehnten. Und hier verweist Sentiment Trader darauf, wenn man sich mal anguckt, wie es dann ein Jahr später aussah, was hat der S&P gemacht? In allen vier Fällen war er positiv und teilweise dick zweistellig. Schauen wir uns mal gestern die sogenannte oder die Heatmap von gestern an, also was so gelaufen ist, welche Aktien gelaufen sind, welche nicht so gut gelaufen sind. Wir sehen gestern der Nasdaq ja deutlich im Minus, aber eine Microsoft im Plus, die zuletzt sehr, sehr stark gelitten hat, eine Google im Plus, die auch zuletzt sehr, sehr stark gelitten hat. Gut, eine Amazon im Minus, Apple auch leicht im Minus, eine Tesla minus 4%, aber das lag daran, dass die großartigen Autos wohl zurückgerufen werden müssen, weil da ein technisches Problem ist. Das will man on air erledigen. Jedenfalls, das hat den Tesla-Kurs belastet. Und schauen wir uns hier mal in einem Chart von Michael Silver, figuring out the money, den Bullish Percentage Index des S&P Tech-Sektors an. Da sehen wir eine positive Divergenz, sind ziemlich, ziemlich dick überverkauft. Wir sehen beim Nasdaq Bullish Percentage Index ähnlich krasse Werte, nicht ganz so krass bis jetzt wie im Juni, aber auf dem Weg dahin. Bullish Percentage Index, positive Divergenz, also Hoffnungszeichen, gerade bei Tech-Werten. Hier sehen wir diese Trendkanal Linie in einem Chart von Ron Walker. Da könnte jetzt diese Trendkanallinie halten und dann wieder nach oben etwas gehen, bevor dann der nächste Bounce nach unten kommt. Denn let's be clear, wir sind in einem Bärenmarkt, solange die Geldpolitik der Fed sich nicht ändert und der anderen Notenbanken. Erstaunlich zum Beispiel auch mal als Nebengedanke, Bitcoin macht keine neuen Tiefs, sondern er hat sich sogar erholt. Das ist oft ein Frühindikator auch für die Märkte oder kann ein Frühindikator sein. Hier Dollarindex, das ist das große Thema. Hier Dollar und Rendite. Und hier sehen wir den Dollarindex mal in einem längeren Zeitfenster. RSI. Puh, ganz schön hoddy, hoddy, hoddy. Also da ist so ziemlich alles auf der Oberseite drin, was drin sein kann. Wir sehen eine interessante Divergenz, wieder ein Chart von Michael Silver, zwischen Kupfer und S&P 500. Kupfer, kein neues Tief. Kupfer gilt ja als Dr. Copper, als sehr konjunktursensitiv, als praktisch sehr gutes Prognoseinstrument für das, was kommt. Während der S&P 500 ein neues Tief jetzt macht, ein neues Verlaufstief macht. Wir sehen, dass die Financial Conditions jetzt relativ zu ihrem 5-Jahres-Durchschnitt so rigide, so tough, so tight sind, wie seit der Finanzkrise nicht mehr, liegt vor allem an den gestiegenen Anleiherenditen. Also da passiert was. Wir sehen, dass der Spread zwischen der 2- und der 10-jährigen Anleiherendite, also praktisch so groß ist wie seit 1981, nicht mehr, also eine Inversion der Zinskurve, wie wir sie schon lange nicht mehr gesehen haben. Ziemlich sicheres Zeichen für eine kommende Rezession. Und das wird auch bestätigt durch den Leihindex des Conference Board, der jetzt 6 Monate in Folge gefallen ist. Jedes Mal, wenn wir eine solche Strecke hatten, dann kam es zu einer Rezession. Wir hatten ein ähnliches Muster Juni bis November 2007. Ab Januar 2008 startete dann die Rezession. Also sehr, 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 sehr wahrscheinlich, dass wir eine Rezession sehen. Nicht nur in Europa, da ist das ausgemachte Sache. China würfelt seine Zahlen ja sowieso anders aus, aber natürlich auch in den USA dann in der Folge, obwohl die mit der Energiekrise ein etwas geringeres Thema haben. Kommen wir nochmal zu dem zweiten Thema, neben dem Dollar, Anleihemärkte. Hier sehen wir die 10-jährige Staatsanleihe mit ihrem schlechtesten Jahr seit 1962. Wir sehen auf der anderen Seite Future-Positionierung so negativ in Anleihen wie seit September 2000 oder beziehungsweise 2017, 2018 nicht mehr. Also da ist keiner long, geht also keiner von steigenden Kursen und fallenden Renditen aus. Aber wenn die Dinge so angespannt sind, dann tut man gut das Gegenteil, auch wenn es zwischenzeitlich normal wehtun kann. Aber übergeordnet dürfte das der richtige Trade sein. Also Anleihen kaufen dürfte on the long run genau das Richtige sein. Inflation ist natürlich da das große Thema und hier zeigt dieser Chart, dass es ziemlich lange dauert normalerweise, wenn die Inflation mal über 5% hier stehen ist, dass sie dann auch wieder runterkommt zu 2%. Griechenland etwa hat das in fast 30 Jahren nicht geschafft, hier eine Auflistung von Ländern. Also es dauert normalerweise, wenn die Inflation mit 5%, über 5% steigt, damit also faktisch aus dem Ruder läuft und es ist die Schuld der Notenbanken, dass sie aus dem Ruder gelaufen ist, dann tut man sich ein bisschen schwer. Aber
Was kommt da auf uns zu? Das ist die Frage. Hier hatte ich diese Grafik gezeigt, die ist absolut essentiell. Wenn die Inflation pro Monat in den USA um 0,2% steigen würde, was deutlich mehr ist als in den letzten beiden Monaten, dann wären wir etwa in einem Jahr bei 2, irgendwas Prozent, vielleicht sogar unter 2% Inflation. Heißt nicht, dass die Situation dann entspannt wäre, denn das sind ja nur die Steigerungen der Preise. Die Preise sind aber inzwischen gestiegen, so stark schon. Also es bleibt dann natürlich das Leben sehr, sehr teuer, aber die Inflation geht zumindest in der Headline-Zahl deutlich nach unten. Und ein Hinweis darauf könnte auch sein, dass die Mieten in den USA jetzt offenkundig gepickt haben. Hier sehen wir mal die Medianmiete für eine Wohnung mit zwei Schlafzimmern. Also das könnte hier ein Punkt sein. Und diese Dollarstärke, die tut weh, vor allem den Schwellenländern, vor allem denjenigen, die dort in Dollar verschuldet sind. Wir haben einen Dollarmangel. Wir sehen Dollar-Yuan jetzt über der Marke von 7,10. Offshore, also das ist schon sehr, sehr krass. Und wir sehen auf der anderen Seite Euro schwächer, der Euro so schwach wie seit 20 Jahren nicht mehr. Könnte aber auch eine Erholung kommen. Stimmung in der Eurozone auf Allzeittief, der Euro stürzt ab. Schauen Sie mal, wie stark diese Stimmung hier abgekühlt ist, vor allem durch die Energiekrise. Das ist der schnellste Abverkauf. Der Abfall, den wir da gesehen haben, noch weitergehend auch als der Absturz in der Verbraucherstimmung damals in die Corona-Zeit. Zwei Hinweise, meine Damen und Herren, auf Artikel. Hier sehen wir, DAX steht auf Messerschneide, Jahrestief rücken näher. Sehr gute Analyse dessen, was da derzeit wichtig ist, gespielt wird, warum der DAX hier auf des Messers Schneide steht und FED-Entscheidung, vier Auswirkungen auf die Märkte. Investmentstrategen äußern sich, haben da zum Beispiel gute Punkte und sagen, die Märkte glauben der FED nicht. Und sie haben wahrscheinlich recht damit, denn die FED, die ist so ein bisschen auch ein Geisterfahrer, der, naja, so ein bisschen orientierungslos ist und wahrscheinlich die Ausfahrt verpassen wird. Schauen wir mal, wie es kommt. 39 kommen die Einkaufsmanager-Indizes aus der Eurozone, aus Deutschland. Da bin ich mal gespannt, wie die ausfallen werden. Ich sage jetzt erstmal das allerbeste Servus und Ciao. Hinweis auf die beiden Artikel wollte ich nicht nochmal betonen. Also Servus, Ciao.